Hallo meine lieben Kreativlinge, ja herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute embossen wir Vellum, nichts Spektakuläres, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe das jetzt zu einer ATC natürlich verarbeitet, aber man kann jetzt natürlich auch eine Karte machen. Oder weiter kombinieren, oder. Aber das ist erstmal das Ergebnis. Wir fangen auch gleich an. Ich habe hier Vellum und ja, das tue ich erstmal mit meinem Embossing Buddy ein bisschen bearbeiten. Wir machen zuerst das Blatt. Das mache ich mit Primary Evergreen. Evergreen. Dazu nehme ich meinen Stempel. Abstempeln. Pulver drauf. Den Rest wieder rein. Oh, ich bin so müde heute. Das ist echt schlimm. Das tun wir jetzt erstmal embossen. Ich fange wieder von hinten an. Okay. Und für die Blume habe ich Wink genommen. Fand ich ein sehr schönes Lila. Und den Blütenstempel. Das ist natürlich jetzt uncool. Wenn ihr sowas habt, dann nehmt euch einen feinen Pinsel. Wo ist er denn? Einen feinen Pinsel. Meiner ist natürlich jetzt nicht mehr so fein und schaut schon dementsprechend aus. Aber dann klappt es. Ich kann euch sagen, mein Schreibtisch schaut aus. Der ist voll mit Embossing-Pulver, mit Embossing-Puder, Stempel, Zubehör und hast du nicht gesehen? Es ist Wahnsinn, was hier rumflattert. So, das weg. Das zu. Das aufräumen. Das brauchen wir nochmal und jetzt erstmal föhnen. Heiß. Erwischt. Sieht gut aus. Auch das lasse ich wieder kurz abkühlen. In der Zeit machen wir unseren Untergrund. Ich habe jetzt eine ATC schon mal vorbereitet gehabt, weil ich so im Wahn war. 6 x 8,5 cm und habe den Rand schon mal schwarz geinkt. Und ja, hier so aus dem alten Buch ein Papierstreifen genommen und zerrissen. Dass der da hinpasst auf die Größe. Ja. So. Dann klebe ich das schon mal. Nee, wobei, ich muss ja noch meinen Hintergrundstempel drauf machen. So. Braucht auch gar nicht so sauber sein, finde ich, bei Vintage braucht es überhaupt nicht sauber sein, finde ich. So. Das wieder aufräumen. Und das Schlimme ist ja aktuell, wenn ich denke, okay, jetzt hast du die eine Embossing-Idee weg. Ich klebe mal übrigens mal zusammen.
Jetzt kommst du mal so langsam deiner Liste, dessen Ende nahe ist. Dann kommt die nächste. Ist natürlich schön, wenn so viele Ideen raussprudeln, aber ne, mit der Aufnahmezeit ist das halt immer so ein bisschen schwierig, Arbeit, ne? Mann, Kind, ne? Ist halt Haushalt. Ist halt leider nicht immer so einfach. Mal ausschneiden. Dann mache ich 3D-Pads hinten drauf, aber nur so kleine Streifchen. Wo habe ich denn vorhin angefangen? Da. Sieht man nur bedingt durchschimmern. Dadurch, dass der Untergrund ja schon relativ hell ist, also das Gerissene hier, sieht man das bedingt. Wenn man genau hinschaut, sieht man schon, ja. So, wie rumkörst du jetzt, du Blümchen? So. So, lala. Das ist entstanden. Ihr seht schon den nächsten. Nächsten Spicker. Ich sage euch, es ist Wahnsinn, was hier rumliegt und da liegen die nächsten Stempel oh, es ist Wahnsinn. Das war's. Das wölbt sich jetzt halt ein bisschen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache weiter. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ich muss dann auch schon wieder bald auf Arbeit. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.